Mein Plan war es eigentlich immer, irgendwann zur Ruhe zu kommen, eine Videothek zu eröffnen, eine eigene, und dann da richtig verzackmäßig dahinter stehen, über Filme reden, mit irgendwelchen Freaks Popcorn fressen. Aber es gibt leider keine Videothek mehr, deshalb mal gucken. Vorgestern mit Zack geredet, wir treffen uns jetzt Mitte der Woche und dann nehmen wir die zweite Folge auf. Wie ich die Entwicklung von Hip-Hop sehe, Autotune und so weiter. Am Anfang fand ich es cool, weil irgendwelche Kinex weg von der Straße kommen und normales Business machen, aber mittlerweile kotzt es mich an, es hört sich alles gleich an. Jeder Krüppel ist ein Rapper geworden zum Kotzen. Weder noch, am besten das hier, Zara, 12, 15 Euro, beste. Ob mir Songs von früher peinlich sind, also von Skills her, nicht peinlich, aber ich feiere die nicht mehr. So Sachen wie Rap auch kein Abitur und so, die ganzen alten früher, finde ich nicht mehr gut. Wann kommt dein Shisha-Tabak? Also mir wurde das oft angeboten und hier nochmal für alle, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich rauche kein Shisha, ich werde es im Leben nie machen, so Müll. Außer du bietest mir 1 Million. Ich mache ja für Geld bekanntlich alles. Wie läuft Pearl in der Corona-Krise? Na gar nicht, ist zu. Ja. Welchen Ami-Rapper hörst du privat? Ich höre sehr, sehr selten Ami-Rap, feier ich nicht. 50 Cent, Travis Scott ab und zu, aber ansonsten finde ich alles Mülleimer. Ich hoffe generell auf allgemeinen Weltfrieden, dass jeder Mensch miteinander klarkommt auf diesem Planeten. Heal the world, Michael Jackson. Ich laufe gerade Treppen hoch. Ich walke. Was ist aus dem Da Vinci Code geworden? Ich sag mal so, Leute, sobald ein Rapper, ein gewisser Rapper, nur so ein bisschen seinen Mund aufmacht, dann kriegt ihr den Da Vinci Code. Und dann richtig. Ich werde wieder ein Dropbox-Link fertig machen. Dann könnt ihr auf jeden Fall ordentlich Promo machen. Ich danke euch dafür vom Herzen. Ihr kommt alle in den Himmel. Finde ich jetzt persönlich die totale Katastrophe. Aber den Leuten scheint es ja egal zu sein. Die hören es ja trotzdem. Aber jeder wie er will, war. Agro hatte damals sehr krass rumgeeiert. Und EGJ hat mir einfach gesagt, das und das machen wir. Das ist der Plan. Und ich hatte eine gewisse Vergangenheit mit Ennis. Deshalb bin ich zu EGJ gegangen.